Hallo euch allen, da sind wir wieder. Ich habe was komplett übersehen. Team of the Week der vergangenen Woche. Team of the Week, Week 9 haben wir noch auf dem Zettel stehen. Dann gehen wir da nochmal schnell rein. Ja, James Conner, wer sonst von den Pittsburgh Steelers? James Conner has been playing outstanding this season and continued his outstanding performance into the past Sunday. Conner was versatile with 107 rushing yards and 56 receiving yards and a touchdown in the Steelers' victory over the Ravens. Dann gehen wir da nochmal schnell rein. Das ist ja kein vollständiges Spiel, was wir jetzt hier haben, sondern ein Moment, ein Ultimate Moment. Wir mal gespannt, was wir da jetzt erledigen müssen. Ja, und schon wieder habe ich die 30% at NFLShop.com vergessen. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich die bei dem NFL Europe Shop nutzen kann. Sollte man eigentlich mal ausprobieren. Ja, Fly Eagles Fly war ja gestern beim Sunday Night Game nicht so. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Nach der Performance, nach der Leistung gegen die Titans, aber gestern gegen die Eagles. Chapeau, würde ich da mal sagen. Hier ist der Vorspann. So, da sind meine Jungs. Und hier sind die Pittsburgh Steelers. James Conner, Antonio Brown, David DeCastro. Das ist schon toll. So, wir sollen die Führung aha über die Zeit bringen. Wir führen mit 7 Punkten. Haben noch 2 Auszeiten, genauso wie die Steelers. Der Ball liegt an meiner 30-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Noch 3 Minuten 30 im vierten Quarter zu spielen. So, erster und 10. Hier wieder auf meinem DeMarcus Lawrence. Sehr schönes Tackling. Sehr schönes Tackling von Deion Sanders. Ganz auf Nummer sicher. 2007. Ein Field Goal reicht ihnen ja nicht. Das heißt, sie müssen in die Endzone kommen. Ich gehe in eine Cover 3, werde aber jetzt im zweiten Versuch und 7. Werde ich blitzen. Aber davon lässt sich an Ben Roethlisberger nicht irritieren. Schneller Pass auf die Außen. Neuer erster Versuch für die Steelers. Jetzt schon an der 27-Yard-Linie. So, jetzt sind wir wieder ganz konservativ. Erster und 10. Druck auf Roethlisberger. Da kann er nicht mehr präzise werfen. Das hat man gesehen, das war eine ziemliche Gurke, die ihm da verunglückt ist. Ich war halt an ihm dran. Zweiter und 10. Warum gehe ich denn immer über ein Audible? Overstorm Brave, wir blitzen also wieder. Jawohl, und das war, glaube ich, Ryan Shazier. Macht hier den Sack. Dritter Versuch und 15. Sehr, sehr schön. Und damit sind wir beim Two-Minute-Warning angekommen. So, dritter und 15. Wir bleiben in der ganz normalen Cover 3. Da gehen wir jetzt mal gar keine Risiken ein. Interception! Sehr, sehr, sehr schönes Play hier von Deion Sanders. Das war eine richtig schöne Interception. Ach, da geht einem das Herz auf. So, wir haben den Ball an der 17-Yard-Linie nach diesem Turnover. Gehen in den Strategiebereich hinein. Normalerweise würde ich das Spiel jetzt hier zu Ende laufen, aber wir brauchen ja noch Passing Yards. Also versuche ich zu passen. Das ist aber nicht gut. Hot Route. Shen Sharp, wir gehen in eine Corner Route. Und los geht's. Da kommt der Cut. Da macht er. Boah. Immer noch auf den Beinen. Oh, das ist ein Foot Race. Aber er ist ein bisschen langsam. Aber immerhin bis an die 36-Yard-Linie der Steelers. Shen Sharp. Ein kurzer Pass. Aber was er daraus gemacht hat.
Hut ab, das war richtig gut. Inside Zone, aber wir gehen wieder per Audible in einen Passspielzug hinein. Nehmen diesmal die Four Verticals. Sharp und Owens meine Anspielstationen. Ja, das wird Shannon Sharp über die Mitte, der ist da so frei. Der eine Linebacker ist wer weiß wo gewesen. Das war das letzte Timeout der Pittsburgh Steelers. Wir sind in der Red Zone der Steelers. Erster Versuch und 10 an der 20-Yard-Linie. Slant-Spielzug. Cooper und Owens sind meine Anspielstation. So, Terrell Owens, das ist ein Touchdown. Ja, da ist er durch. Das sah man schon im Ansatz, dass er da hinten nothing but green grass vor sich hatte. Und er macht den Touchdown. Und jetzt haben wir aus einer 7-Punkte-Führung eine 14-Punkte-Führung gemacht. Die Steelers haben keine Auszeit mehr, nur noch 1:35 auf der Uhr. Liebe Freunde, das sieht recht gut aus. Das sieht wirklich recht gut aus. So, der Kickoff geht bis an die 2-Yard-Linie. Da startet der Return der Steelers. Uiuiui. Und sie kommen bis an die 27-Yard-Linie. Erster Versuch um 10. Boah, schneller Wurf, sehr schöner Wurf von Roethlisberger. Neuer erster Versuch für die Steelers jetzt in No-Huddle-Offense. An der 41-Yard-Linie, sehr schöner Pass, sehr schöner Pass. So, zusammen mit meinem, ich glaube das war mein Defense-Tackle, haben wir hier Roethlisberger zu Boden gebracht, 2.16. Das kostet natürlich Zeit, das kostet richtig Zeit. Wir sind schon unter einer Minute, was die Spielzeit angeht. Wieder Druck auf Roethlisberger und die nächste Interception. Und wieder ist es den, man kennt ja schon, Deion Sanders mit der zweiten Interception. Und das in der Crunch-Time dieses Spiels. Sehr gutes Spiel. So, erster Versuch um 10 in der 39-Yard-Linie. Wir gehen wieder in ein Audible hinein. Und wir gehen wieder an... Ja, ich versuche mal auf Sharp und auf Owens zu gehen und vielleicht gleich wirklich ein... Oh ja, der ist ja Mutterseelen alleine hier. Wieder Shannon Sharp, den kriegen sie irgendwie gar nicht in den Griff. Wir sind an der 20-Yard-Linie, also schon wieder in der Red Zone der Steelers. Ich hasse das normalerweise total, das Scoreboard hochzutreiben. Aber wie gesagt, ich brauche halt noch Touchdowns. Wenn das durch ist hier, wenn wir die Touchdowns alle haben, dann werden wir hier deutlich entspannter spielen können. Und der nächste Touchdown, wunderbar, Terrell Owens. Weil dann kann ich bei solchen Situationen einfach sagen, hier, komm, jetzt machen wir Rushing Game. Nehmen Zeit von der Uhr und treiben das Scoreboard nicht in die Höhe. Ich mag das nicht, aber ich habe momentan keine andere Wahl, weil ich diese Touchdowns brauche. Und ich brauche sie verdammt dringend. So, Kickoff. Mittlerweile ist es eine 21-Punkte-Führung geworden. Kick wird aufgenommen an der eigenen Goal-Line der Steelers und zurückgetragen bis an die 23-Yard-Linie. Wir haben noch 16 Sekunden auf der Uhr. Da können wir uns jetzt alle mehr als beruhigt zurücklehnen. Da kann nichts mehr Wildes passieren. Und da haben wir Ben Roethlisberger sogar nochmal gesackt. Cover 6 Invert. All die Steelers wollen den Ball nochmal spiken. Sie geben zumindest nicht auf, das muss man ihnen lassen. Mit einer Sekunde auf der Play Clock. Also Hail Mary Time. Ich nehme meine Man Up 3 Deep Hail Mary Defense. So, dann lassen wir Ben Roethlisberger noch eine raushauen. Und Interception Nummer 3. Meine Güte. Wir haben gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.